Noah bekam den Auftrag von Gott, ein Schiff zu bauen, denn es würde eine Flut kommen und das ganze Dorf mit sich reißen. Er sollte außerdem von jedem Tier 2 auf das Schiff bringen, damit niemand aussterben würde. So ging er zu seiner Familie und zu den Freunden und berichtete ihnen das. Alle Dorfbewohner machten sich über ihn lustig und lachten ihn aus. Niemand glaubte ihm. Und so ging er zu seiner Familie. Als er zu Hause angekommen war, berichtete er es seiner Familie. Die glaubten ihm allerdings. Und so bauten sie zusammen ein Schiff, die Arche Noah. Und Stück für Stück baute Noah mit seiner Familie die Arche Noah. Und bald war er auch fertig. So wie Gott es ihm befohl, brachte er von jedem Tier 2 auf die Arche Noah. Während sich die Dorfbewohner weiter über die Arche Noah und Noah lustig machten, war Noah schon dabei, die Arche Noah zu starten. Auf einmal fing es an zu regnen und regnen. Es hörte nicht mehr auf. Die Arche Noah schwamm über das ehemalige Dorf. Da schickte Noah eine Taube los, die nach Land suchen sollte. Die Taube kam nach 3 Tagen immer noch nicht zurück. Doch dann kam die Taube wieder und hatte ein Stück Ast mitgebracht. Und da sahen sie eine Insel. Noah ließ die Tiere frei und lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage.